Einfach mal Orte aufsuchen, wo es still ist. Und einfach nur mal auf die Stimme hören, die aus mir herauskommt. Und das ist immer ganz besonders bei diesem Parcours, weil wir eben keine PerformerInnen haben, sondern der Wald ist da als nicht nur als Bühnenbild, es ist keine, nicht nur eine Szenerie, sondern so ein lebende Organismen. Vögel, Äste knacken, das Laub, die Blätter. Das Publikum taucht richtig ein und immer mehr ein. Und das ist immer wieder sehr berührend. Ich denke, jeder hat so eine Steinzeit-App in sich. Es ist, wenn man rausgeht, es macht was mit einem, weil es erinnert an dieses Verbundensein.